Ja, hallo erstmal. Ich bin gerade am Überlegen. Soll ich so oder so? Wie soll ich das denn machen? Schwarz oder weiß? Und ja, ich war lange Jahre auch jemand, der so wirklich keine Zwischennuancen kannte. Entweder oder, ne? Das ist doch klar. Also entweder bist du so oder so. Und ja, bis ich dann selber auch mal in die Bredouille kam und dachte, ja, wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Soll ich jetzt mehr halt das Lachen nehmen oder soll ich mich doch davon verabschieden und ja, nur noch unterwegs sein in dem Bereich Liebe? Und dann, ja, kam mir irgendwann, glücklicherweise hatte ich noch nicht so viele Ideen, was ich so mit dem Thema Liebe mache und wie ich das auf die Straße bringe. Und dann, ja, kam glücklicherweise irgendwann die Eingebung bei mir, die sagte, du kannst doch beides verbinden. Na klar, ich kann ja einfach da Liebe mit reinbringen in die Lachübung. So startete denn eben mein Weg dahin, dass ich sagte, okay, ja, wir wollen mit Liebe lachen. Und dann machte auf einmal alles Sinn. Und dann sagte ich, ja klar, natürlich habe ich ja eigentlich schon immer auch gemacht. Nicht so bewusst, aber da war eben, ja, die Freude war ja aus dem Herzen heraus dabei. Und ich war ja richtig mit dem Herzen dabei, das zu verbreiten, das Lach-Yoga. Weil ich da eben sehen konnte, wow, da kann ich Menschen mit, ja, glücklich machen und ihnen helfen, vielleicht mal aus dem Tief rauszukommen. Und ja, dann war einfach alles klar. Und dann, ja, dann war zwar natürlich immer noch wieder die Idee, wie kann ich denn da so Liebesübungen mit einbauen? Ne? Und dann habe ich gedacht, jetzt mach dich doch nicht verrückt, mach es einfach offensichtlicher, mehr mit Liebe. Und lass die Menschen einfach schauen, selber reinspüren, inwieweit sie denn gerade überhaupt die Freude in sich spüren können. Weil nur wenn ich sie in mir spüren kann, dann ist ja da auch die Liebe mit dabei. Denn das ist ja so miteinander verhakelt. Ja, und dann kam es ganz schnell eben dazu, okay, ja, wie viel kann ich mich denn gerade im Moment selber lieben? Und dann bin ich ja auch viel offener, viel freudiger schon, wenn ich mir einfach nur diese Frage stelle und mir klar werde, wo ich gerade stehe. Und dann, ja, einfach dann von natürlicher Weise her das Bestreben bei dem Einzelnen da ist, hey, da möchte ich jetzt eigentlich aber ein bisschen mehr tun. Klar, nicht bei jedem, denn bei einigen war es ja so, die hatten ganz, ganz viele Blockaden unter dem Motto, ich kann mich nicht selbst lieben, weil. Ne? Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ja, ich möchte mit dem Video hier nur mal ganz dran erinnern, dass es möglich ist, immer die Liebe mit hinzuzufügen, egal bei welcher Sache, ob es jetzt Lachen ist oder was auch immer, wenn du wanderst, wenn du Sport machst, irgendetwas, was du so gerne machst, dann ist es einfach, das ja wirklich mit Liebe zu machen. Und dann glaube ich, dass du ja zu viel, viel mehr auch fähig bist. Und probier es doch mal aus und gib mir dann gerne Rückmeldung. Also,
lass uns die Liebe einfach mit da hineinweben und von innen heraus die Dinge liebevoll machen. Und dann, ja, können wir auch liebevoller miteinander umgehen. Ja, das denke ich mal, wenn das immer mehr Menschen machen, dann, ja, kann auch wieder eben entsprechend zwischen den einzelnen Positionen, die wirklich sehr weit auseinander sind, kann geschaut werden, wo finden wir uns? Gibt es vielleicht nur nicht auf der Ebene etwas, wo wir uns finden, sondern vielleicht ein bisschen höhere Ebene? Ja? Weil wir so sind wir gegeneinander und dann stellen wir fest, ach, letztlich wollen wir ja das Gleiche. Also ein höheres Ziel finden wäre vielleicht auch dann einfacher. Ich sage immer wieder vielleicht, weil ich dich nicht zu etwas überreden möchte, sondern anregen möchte, dass du dir deine eigene Meinung bildest. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Alles, alles Gute heute beim Entscheidungstag, beim Tuesday. Alles Gute, bis dann.